Wo sollen die hinfallen? Weiß ich schon nicht. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich habe ja gesagt, erstmal Mittag machen. Hallo. 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 Moin. Hey, moin. Hi. Grüß dich. Ja, das macht aber volle Granate, ne? Du bist auf Anhänger, ne? Jo. Ja. Dann bauen wir uns da hin. Voll. Ja. Komm gleich rüber. Dann müssen wir erstmal den LKW drauf. Dann gehen wir. Das heißt, wir können jetzt nicht schwimmen. Nicht schwimmen kannst du. Du musst nur rüber ins Freibad gehen. Kannst du schwimmen. Nein. Vertreibt dir die Zeit mit dem Mietshaufen. Du hast doch Flaschenware dabei. Das ist gar kein Problem. Ich habe auch Flaschenware dabei. Aber wo steht denn unsere Bude? Ich zeige dir. Ich muss das. Ja, komm mal mit, die beiden. Das können wir mal so nebeneinander halten. Und die stellst du selber her? Genau, die stelle ich selber her. Das ist altes Kerzenwachs und Holzfackeln, also Holzspäne vom Sägen. Und die werden dann in eine Form gepackt, brennen bis zu 12 Stunden. Cool. Man sieht ja auch, wie gut die Flammen hochgehen. Trotz, dass das jetzt, ich glaube, 2 Wochen drin lag an verbranntem Material. Geil. Puh. Unsere Zelte sind alle in der Hinterbebauung, du darfst ganz hier genauso vorstellen. Das heißt, das Auto muss weg. Gleich alles. Boah. Das hier muss weg. Das muss weg. Das muss weg. W-E-C-H. Das Grüne genau. Muss weg. W-E-C-H. Genau. W-E-C-H. Weg. Hallo. Kuckuck. Wir sind dabei. Ja. Ich auch. Ja. Geil. 2 Petras. Der Boden hier ist weich genug, Petra, das geht. Ja, muss erstmal hier noch. Auch mit dem? Ja. Hier ist der Boden ein bisschen härter. Ja, das hier ist einfach. Da unten ist so richtig Sumpfland. Hier ja. Ist was. Passt du rein? Mittagspause. Genau. Und jetzt dachte ich hin und her. Hin und her. Ich merk's gerade. So, nochmal kräftig glatt ziehen. Oh. Niemand hat glaubt, dass ich der gute Hausbau bin. Unser chaotischer Aufbau wird auch noch gefilmt. Ja, ich merk's gerade. Mitgelegen. Warte. Hat sich denn aus. Hallo, im Gerüst. Moin, moin. Hat sich dann aus Gerüstbohlen erstmal zusammen. So ein Schild gebaut. Wird lustig. Dahinter, da liegen da die Kinder. Schäden. Ja, das überlegen wir gerade. Da, wo der Anhänger steht, das Auto jetzt steht? Kampfplatz. Das passt schon. Ah. Also, Jürgen parkt mitten auf dem Kampfplatz sozusagen. Ah. Ja. Okay. Er hat ja auch die richtige Lackierung drauf. Weiß ich nicht. 4x5. Wenn die Platz nehmen könnten die das Zelt da aufmachen. Ja, bloß ich würde ja nach irgendwo Excalibur finden. Dann kannst du aufhören, dann kannst du alles weggeben. Wie gesagt, ja, alles da. Wir sind noch nicht ausgestattet, ne, was du da jetzt aufnimmst. Das ist, ne? Ich weiß. Wir sind noch nicht fertig. Da wo es hingehört. Oder direkt vor deine Füße. Das ist ein ernst gemeiner Vorschlag. Hauptsache alles auf einen Haufen. Komm, Max, aber Gewalt geht immer. Ich bin viel Nordsee gefahren. Allerdings nicht Segelboot. Denn hätte ich das nicht wirklich nutzen können, zeitmäßig. Ja. Ich hatte einen Gleiter, 640 lang. 240 breit, 176 PS, V6. Ja. Oh. Ja, ich
habe dich wieder mal eigentlich nur gebaut, um ein bisschen was zu tun zu haben. Ne? Ja. Ich hasse ja erst den ganzen Tag nur rumzusitzen, Bier zu trinken. Meine, so sieht das wenigstens so aus, als wenn ich was tun würde. Genau. Ne? Ich mache eigentlich immer wieder, egal wo ich bin. Nur auf einigen Märkten noch wieder Rüste. Ja, diese A-Protektoren, die hat er von einem Kumpel günstig gekriegt. Ja, sowas mache ich auch. Weiß gar nicht, was hast du da? Die sind auch handgearbeitet. Wahrscheinlich hast du bei Mirko dafür bezahlt. Ich habe, glaube ich, mit den beiden Schönen und alles 20 Euro gelassen. Ja. Da war einiges mit beiden. Ja, ja. Und zwei Schönen ja, zusammen. Mirko kann es gesundheitlich nicht mehr. Der hat einen, okay, dann macht er das gerne. Der hat einen schweren Rückwandinfarkt gehabt. Hat danach aber tatsächlich noch wieder gekämpft. Aber er schafft es einfach körperlich nicht. Also er kann da nicht gegen anhalten. Und da, wo Lukas dann angefangen ist, ja komm, weißt du was, ich hab den ganzen Scheiß. Und dann hat er wirklich gesagt, willst du nicht raus? Das ist das Ganze. Wer will sich da aus dem Bild schleichen? Ich will immer so unfotogen. Ein Sachs, ja. Ein Sachs ist ein Werkzeug. Ja. Laut Gesetz. Ja, ein tödliches Werkzeug. Unter ja, Umständen natürlich, noch. Ne? Das ist ja auch eine Kriegswaffe, eine alte. Cool. Wir haben eine hohe und eine niedrige Stufe, je nachdem. Damit die da auch in ihr Zelt können und ich das auch abspannen kann, weil sonst laufen die nämlich in meine... Ja, wir müssen noch ein bisschen vor. Dafür haben wir das. Und ich kann sogar zaubern, da ist sogar schon was drin. Nee, dann nicht mehr so tief. Ach, der Kaffeekessel, den kannst du hier drauf stehen lassen. Küchenbruder ist hier von da hin, das Regal bauen wir noch fertig hier. Und dann, voila. Da kommen wir, wir haben es geschafft, wir haben die Küche fertig. Stell dir mal vor, der ist hier rumgeschippert mit vier Nuklearsprengstoffen vorne drin. Geladen, scharf. Okay. Ist ja die Ostsee und Nordsee durchgeschubbert. Was ist das dafür? Ich muss zu Dings rüber. Ich habe mal wieder keine Zeit. Ja, Opa! Soll ich da noch mit reinkommen? Nicht, dass sie jetzt, was ihr denkt, ne? Wenn ich da mit reingehe. Also ich halte schon mal die Stange. Die muss jetzt da... Nee, die muss ineinander schieben. Warte. Einmal so. So. Und dann muss die jetzt hoch. Ihr müsst jetzt... Einer muss die Stange so ein bisschen mit reinführen. Dass die jetzt reinkommen. Das ist kein Problem. Und führen sie so oder so. Ja. Ich muss dann hier auf den Holzplatz. Ah ja. Ich muss nur nicht verziehen, weil der nicht mittig. Ah. Kannst du mir da jetzt hinstellen? Ja. 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 Ja.
können oder nicht wegziehen. Also wir mussten noch mal so ein bisschen mittelstellen gleich. Ja, perfekt. Ja. So, jetzt!